Kann ich nicht spielen? Oh, cool! Eingelocht! Also, ich loche auch immer gern. Ups. Wo ist eigentlich die weiße... wo ist die weiße Kugel eigentlich? Da ist die weiße Kugel. Mit der weißen Kugel müsste ich ja theoretisch, guck mal, warte. Strike, ich hab verloren. Heißt das Strike? Ich hab keine Ahnung. Kann ich damit eigentlich auch die Flaschen kaputt machen? Haha, cool. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall jetzt noch da rein. Mein Gott, ich will jetzt hier nicht die ganze Billard spielen, weil ich fand's... Ich dachte schon, ging die Tür mal nicht vorher auf. Weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier, noch mehr Zeit verschwenden, wie ich ja sonst eigentlich schon... tue. Where should I go? Hello? Hello? Okay, meine Kinder sind wohl gefangen. So wie ihr das jetzt gerade, denke ich mal, auch mitbekommen habt. Und ich soll sie befreien, aber dazu soll ich den Strom einschalten. Und wieso auch immer. Ach, guck mal. Vorhin sind wir ja da hinten rausgekommen, ne? Und jetzt sind wir hier. Also ich soll den Strom einschalten und dann bekomme ich meine Kinder wieder, oder wie? Sie sind weit unter uns, also doch im Keller. Da sind sie ja, denke ich mal, hingelaufen. In den Keller rein. Und hier sind wir wieder hier. Okay, sprich, ich bin jetzt einmal komplett im Kreis gelaufen. Und habe wieder Lex mit Wein. Wein, 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 Wein. Wie gesagt, jetzt ist momentan echt noch nicht so krass viel passiert. Also was jetzt an Schreckensszenen angeht. Nur wir sind halt sehr, sehr viel rumgelaufen. Ich habe sehr, sehr viel Zeit vertrödelt. Und, ja, habe im gewissen Sinne eigentlich nicht viel mehr gemacht, als nur die ganze Zeit rumzulaufen und im gewissen Sinne halt ein bisschen was vom Haus zu zeigen und von der Story auch. Wie gesagt, ich mache jetzt noch 12 Minuten circa. Dann habe ich 4 Folgen erstmal voll. Ich muss gerade echt mal ein bisschen was zu trinken holen. Hier ging es nirgendwo mehr weiter, ne? Da hinten ging es, wenn er nur noch dort hinten ins Haus, in den anderen Gang rein. Boah, was mich total stört, ne? Ich höre immer meine eigenen Fußschritte. Was war hier? Ja, hier ging es ja auch raus. Achso, von hier komme ich ja. Stimmt. Stimmt. Deshalb will ich da erstmal noch nicht hin. Was war denn hier? War ich hier auch schon? Anscheinend nicht. 20. Dezember 1899 muss ein Besucher empfangen, den angesehenen Professor A. er soll nach meiner langen Anwesenheit vom Club meine geistige Gesundheit prüfen, aber ich bin nicht stumpfsinnig. Er soll mich nur für sie ausspionieren. Als sie den Ripper nachstellten, rief man ihn oft herbei, um über Schnittwunden und fehlende Organe zu dozieren. Und jetzt kommt er also zu mir, um mich zu umschmeicheln. Mein Guter, wird er sagen. Um mein Trauern wird er sich sorgen. Und dann, ganz nebenbei, wird er noch kurz einen Blick auf meine Maschinen werfen wollen. Die größte Entwicklung unserer Zeit. Nichts weiß er vom Verlust, nichts von den Opfern. Ihn aber abweisen, das würde nur in ein Hornissennest stechen. Das würde nur in ein Hornissennest stechen und einen Farm-Profitler und Diebe auf den Hals setzen. Ach mir, was? Da fehlt mir, ach mir, einen Schwarm. So muss ich diesen Kasper unterhalten und seine Eindringen stattgeben. Vielleicht sollte ich ihm auch die Kuttlerei zeigen. Mal sehen, ob mein Magen, der auf dies herumstöbern, in die Innereien unbeholfen, vivisizierter Huren geschult ist, tatsächlich stark genug ist für den Anblick der echten Maschinen seines goldenen Zeitalters. Vielleicht stelle ich ihn sogar Jack vor oder zumindest seinen Söhnen. Wir haben jetzt stärkere Schlösser an den Fenstern und wir bringen ihnen ihr Spielzeug. Boah, ich kann echt gar nicht mehr vorlesen, aber generell, da sind Worte dabei, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und es klingt auf jeden Fall
Sehr, sehr creepy, Alter. Sehr, sehr creepy. Hier ist wieder ein Bad. Wo nichts passiert. Ob ich mich da auch wieder durchsehen kann? Bestimmt. Also die Story ist bisher auf jeden Fall sehr, 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 sehr. Sehr, sehr verwirrend. Also die fuckt einen auf jeden Fall bisher schon ein bisschen ab. Muss ich ja bisher zugeben, ne? Also man ist auf jeden Fall verwirrt und wenn man dieses Spiel selber spielt, also ich denke mal, das ist auch wieder was ganz anderes, als wenn man halt nur zuschaut. Wenn man dieses Spiel hier selber spielt, dann versetzt man sich auch sehr, sehr krass in diese Story hinein. Und die saugt einen doch schon ziemlich in sich hinein, dieses Spiel. Sprich, man fühlt sich doch hier irgendwie drinne. Und ich habe die ganze Zeit auch so ein Unbehagen, dass irgendwie was passiert oder irgendwas Böses passiert oder sonst was. Oder auch dieses typische Vatergefühl, dass man seine Söhne wiederfinden muss oder so. Das ist. Ah, das ist doch schon ziemlich krass. Ach du Scheiße, ey. Ich will dir doch gar nicht rein. Genau jetzt, wo die Lecks sind. Kommst du eine Kacke oder wie? Okay, ich mache einmal ganz kurz so. Na komm, geh doch bitte weg. Ich will nicht, dass hier gleich irgendwie was passiert oder sowas. Irgendwie generell in dunklen Gängen oder sowas hier. Ist nämlich gerade übrigens ein Eri. Kennt ihr das Spiel noch von mir? Das komische Wabbelmonster hinter mir herläuft. Jetzt irgendwas gemacht? Vor allem, wer baut so eine Scheiße, Alter? Okay, da, ich habe jetzt auf jeden Fall irgendwas aktiviert. Und Herbert ist hier unten. Baupläne von irgendeinem Scheiß. Habe ich eventuell wieder neue Tagebucheinträge? Nee. Ich irgendwie was geöffnet oder so? Ich habe ehrlich gesagt echt keinen Plan, was ich gemacht habe. Überall mal gucken, wo so Räder sind, ob ich die vielleicht bewegen kann. Also hier scheint sich jetzt selber, glaube ich, nichts geändert zu haben, glaube ich. Das Tor dorthin ist immer noch zu. Was hat denn jetzt dieses Rädchen gebracht? Oh, sag weh, es gibt wieder solche scheiß Rätselkacke, wo ich wieder nicht weiterkomme. Bitte nicht, ey. Bitte, bitte nicht. Alter, hier echt total keinen Bock drauf. Die Tür ist immer noch zu. Was hat es mit dieser Tür auf sich? Es muss doch irgendwo einen Hebel geben oder so. Jetzt hab ich schon wieder diese Lecks, Alter. Die kotzen mich so an, ne? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es gibt doch bestimmt hier irgendwo im Bad irgendeinen Hebel oder so. Es ist überall Schimmel in den Ecken. Sieht er das? Sogar an sowas haben die Entwickler gedacht. Schimmel einfach. Wie zum Fick wusste ich das nochmal? Ah! WTF? Da ist Blut. Alter. Mach mal den Ton gerade noch mal ein bisschen leiser. Alter. Wieso zum Fick ist hier so viel Blut? Alter.
Ist da irgendeine Messstation oder hat er da seine Söhne, die er am laufenden Band gedingst hat, reingeworfen? Und hat sie dann irgendwie in den Maschinen gefressen? Ich habe keine Ahnung. Also hier haben wir auf jeden Fall jetzt den Schalter Nummer 2. Und irgendwo ist irgendetwas passiert. Nur fragt sich mal einer wo, ich habe echt keine Ahnung. Oh, hier sind wieder die Ratten, die man auch aus dem ersten Teil kennt. Kann ich irgendwie was mitnehmen? Ich glaube, hier selber rein kann ich auch, glaube ich, auch nicht, ne? Ne, sobald ich dagegen gehe. Alter, was zum Fick hat man hier denn bitte schön gemacht? Alter. Dort ist irgendwas passiert. Alter, diese Anspannung gerade, ne? Ach du heilige Scheiße, ich will... Ah! Hands are bleeding, raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Wieso ist hier Blut? Und wieso war da vorher noch kein Blut? Alter, wie creepy. Ist das Bett auch blutig? Ich sehe das ehrlich gesagt doch gar nicht. Alter, was zum Fick, ne? Herbert, weißt du, was hier vorgefallen ist? Alter. Die Spur geht genau bis da hinten hin. Hat Herbert umgeworfen? Die Spur geht nach draußen. Es leckt es natürlich auch wieder. Ich habe total Angst, dass jetzt gleich irgendwie was passiert oder so. Hallo? Und wieso geht diese Blutspur plötzlich da draußen? Weil die hatten wir vorher noch nicht. Ah, guck mal, ich weiß jetzt auch gerade, was wir bewirkt haben. Wir haben diese Tore mit diesen beiden Hebeldingern verschoben. Okay. Sprich. Oh, ich will da gar nicht lang. Heieieiei. Können wir dort jetzt... Ich gehe jetzt zum Markt und werde den ganzen Heimweg lang weinen. Also sprich, wir gehen jetzt aus dem Haus raus und gehen jetzt in den Keller. Oder wie? Das ist immer so ein Schweinskopf, Alter. Dieses Spiel ist kacke. Ach, die maximale Videoaufnahmezeit wurde gerade abgedingst. Wartet, wartet.
Dann seht ihr jetzt gerade auch kein Webcam-Bild mehr, meine lieben Freunde. Weil mein Windows Media Player meinte gerade übrigens, dass ich jetzt nicht weiter aufnehmen kann, weil die maximale Videolänge gerade aufgenommen wurde. Daher werde ich jetzt auch sagen, meine lieben Freunde, auch wenn ihr gerade meine Fratze jetzt nicht mehr seht, Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch bisher gefallen hat. Ich habe jetzt 4 Folgen aufgenommen und ich hoffe wirklich, dass euch Amnesia Shin 4 Picks auf jeden Fall gefällt und euch zuspricht. Für mich, also mein erstes Fazit auf jeden Fall, es reißt mich auf jeden Fall bisher in diese kleine Amnesia-Welt auf jeden Fall mit rein und ich weiß echt nicht, was mich jetzt so in dieses Spiel erwarten soll, weil es ist alles irgendwie so unbekannt. Ich kann das echt schwer erklären. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Let's Play Amnesia, Shin 4 Picks. Dankeschön fürs Zuschauen, die Bewertung nicht vergessen. Und ja, haut da rein, meine lieben Freunde. Bye, bye.